Willkommen zurück bei Evoland! Ja, und wir wollten ja jetzt hier diese Brücke überqueren. Ich muss ja sagen, die letzte Aufnahme ist ein bisschen her, aber ich denke mal, wir werden hier schnell wieder reinkommen. Und gegen den Blob kämpfen auf jeden Fall. Oh, ein aggressiv. Ach nee, das sollte. Ich dachte erst, der wäre rot. Aggressiv, aber der war, glaube ich, nur kurz wütend auf uns. Was ist das da oben? Ah, die Eichhörnchenkrieger. Ah ja, wir sind ja stärker so ein bisschen geworden inzwischen, ne? Sehr gut. Wir stehen auch schon wieder kurz vorm nächsten Level ab. Das ist natürlich auch super. Hier kann ich übrigens nicht springen, falls das irgendwen interessiert, aber... ja. Guck nochmal natürlich auf die andere Seite. Vielleicht steht ja hier irgendwo noch ein Kästchen oder so, oder... ein Taler. Pilzgegner, okay. Noch ein bisschen Geld gefunden. Und das war's dann auch. Und jetzt wollen wir mal gucken, was hier an der Brücke so los ist. Ja, den habe ich da übrigens drauf geworfen. Sorry. Hallo. Es kommt nicht oft vor, dass man auf dieser Seite der Brücke jemanden begegnet. Früher nannten wir sie die Mayenne-Brücke, aber vor hunderten Jahren stürzte ein Felsbrocken herab und blockierte sie. Bisher ist es niemandem gelungen, ihn zu entfernen. Aber nach dem Ende des Krieges wollte ohnehin niemand mehr nach Dämonia kommen. Wie dem auch sei, ich bezweifle, dass es jemals einem Menschen gelingen wird, diesen Felsbrocken zu zertrümmern. Wir kriegen das natürlich hin. Klar. Unser Boss ist zäh genug, um diesen Felsbrocken zu zertrümmern. Aber ich sage euch, er ist stur wie ein Bock. Kaum je verlässt er den Spukwald. Man müsste ihn schon zwingen, diesen Klotz hier zu bewegen, aber das würde niemand wagen. Jeder würde vor Angst die Flucht ergreifen, aber im tiefsten Grund seines Herzens ist er ein netter Kerl. Ja, den Boss haben wir bereits besiegt. Ich weiß nicht, schafft sie das? Nein, sie scheitert kläglich. Naja, dann wissen wir ja, wer das macht. Unser Dämonenkumpel. Ich glaube nicht, dass ich schon stark genug bin, um diesen Felsbrocken zu zertrümmern. Was? Wie komme ich denn hier weg? Über die Blätter, nein. Gibt es hier nicht, gab es hier nicht irgendwie einen Geheimgang? Sind wir, wie sind wir denn beim letzten Mal hier rüber? Ne, da sind wir auch schnell rüber geflitzt, ne? Müssen wir jetzt wieder in den Spukwald und ihn fragen, ob er das für uns macht oder was? Oder was? Oh, jetzt komme ich hier nicht durch, echt? Doch. Ah, nein, doch nicht. Er ist nicht stark genug. Das wundert mich allerdings. Kriegt er den wenigstens kaputt? Nein, auch das nicht. Oder versuchen wir es einfach nochmal? Ich weiß es nicht. Aber niemand würde es wagen, ihren Boss zu fragen. Okay, ja, ja, ist okay. Du bist nicht stark genug. Na, dann wollen wir doch nochmal zu dem Boss zurück. Aber das ist ja doof. Ja, der war hier im Wald. Ich hoffe, dass das so klappt. Jetzt muss ich nochmal durch den ganzen Wald laufen. In dem es ein bisschen nebliger ist, wie mir scheint. Ah, wir tun alles für die Kohle. So. Ja, hier spukt es nicht mehr. Haben wir vor 100 Jahren gemacht. Guten Tag, Brückentyp. Geld. Geld. 1,3. Das ist doch schon mal gar nicht schlecht. Speichern können wir nicht. Captain. Ja, ich bin's wieder. Hey, Kumpels. Schön, euch wiederzusehen. Auch wenn es meinen Topfbudget sprengt. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Hallo. Kannst du mir helfen? Ach nö. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Gut, das hat sich erledigt. Der hilft uns nicht mehr. Hier gibt es auch einfach keine Musik mehr. Ja, gut, das hätte ich mir jetzt auch logisch erklären können, dass die nicht von uns verlangen, dass wir nochmal in den Wald zurückgehen. Aber na gut. Das, ja. Ja, das lief halt nicht so wie gewollt, aber egal. Ja, was machen wir denn? Nochmal in den Dämonenreich gucken, aber da dürfte ja eigentlich auch nichts sein, ne? Waren wir da schon? Ich weiß es gar nicht gerade mehr. Zu lange her. Ich gucke auch meine eigenen Folgen nicht, weil die sind scheiße. ja. Ist hier noch irgendwas? Irgendwelche Mächte oder so?
komme ich durchs Gebirge? Nein, auch nicht, weil das sah aus, als wenn da was liegen würde. Da, ah ne, ist nur der Schatten, der so ein bisschen... Bibis Zelt. Klippe. Gehen wir mal auf die Klippe. Ach ja, das hatten wir ja auch schon. Hier sind wir ja gelandet. Er ist noch nicht stark genug. Hat die Bibi da eventuell einen Trank für uns? Guten Tag. Einen Trank kaufen, einen Verbündeten wecken. Okay. Ja, okay. Was? Ein Verbündeten wecken. Wisst ihr, warum ihr mich da bittet, mein kleines Pfirsichtörtchen? Erstens kann ich mit der Erweckung erst fortfahren, wenn ihr mir genügend Mana bringt. Mana ist die Lebensenergie extrem seltenes Zeug und selbst dann stirbt die aufgeweckte Person, wenn sie die Erweckung nicht akzeptiert. Okay, alles klar. Du hast also nichts für uns, keinen Sprit. Was soll ich damit tun, mein kleines Pony? Nichts. Bis bald, mein Gummi. Gummibär. Ja, was machen wir denn da in Sachen Stein? Ich geh jetzt mal zur Brücke. Bleibt mir nichts anderes übrig, ne? Dum, da, da, dum, da. Ach, der Block. Boah, ich habe hier so einen EP-Bug gefunden. Krasse, zwei Blobs immer weghauen. So. Hallo, es kommt ihr. Ja, okay, kenne ich schon. Ja, okay, ja. Hm. Eichhorn. Sag ich ja, EP-Bug. Ja, bei deinem Boss war ich. Der macht tatsächlich nichts. Er ist nicht stark genug, das zu tun. Und sie schafft das auch nicht, ne? Huah. Wie kommen wir over the bridge? Hier muss es doch einen Weg geben. Jetzt mal hier den Pilzkumpel nochmal erlegen. Hier muss es doch einen Weg geben. Er sagt doch immer, er ist nicht stark genug. Ihn aufpäppeln geht vermutlich auch nicht. Springen kann ich leider auch nicht. Ich stehe echt gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Und ja, daran könnte man so ein bisschen sehen, dass es doch etwas blind ist, das Spiel, ne? Da geht's auch nirgendwo durch. Ich habe jetzt gedacht, vielleicht gibt es hier so einen kleinen Schleichweg oder so. Irgendwas muss es ja geben. Irgendwo muss es ja weitergehen. Ach, Entwickler, helft mir doch. Back dich hier doch mal durch. Er ist noch nicht stark genug und sie macht gar nichts an dem Ding. Mit sich reden lässt er auch nicht mehr. Ja, dann kann ich ja nur im Spukwald irgendwas machen. Muss ich dem Großen vielleicht irgendwas geben? Guck hier nochmal. Irgendwie ein neuer Verbündeter oder so, der stark genug ist. Wenn du das hier bei den Typen machst. Ach ja, ich muss ja mal warten. Er ist noch nicht stark genug. Nee. Die Brücke stürzt auch nicht ein. Ja gut, dann ich kann nur noch mal in den Spukwald gehen. Das nützt ja dann nichts, ne? Weil hier war sonst nichts. Hier war nur die Klippe. Da drüben ist so eine formschöne Brücke. Muss ich nochmal durch den Wald? Aber vielleicht sagt mir da irgendwer was. Aber das ist doch sinnlos. Hier, was ist mit deinem Boss? Ach, ein neuer Rekrut. Keine Sorge, dieser Auftrag ist ein Spaziergang. Wir finden einfach Dinge, in der Hauptstadt verboten sind und verkaufen sie an die Leute, die Bedarf danach haben. Nicht allzu gefährlich, solange man sich nicht von der Miliz erwischen lässt. Das hatten wir doch alles schon, oder? Ja, aussehen. Vielleicht muss ich da rein, ohne den Topf zu zerstören. Dann ist er vielleicht cool drauf und sagt, ey, kann ich euch einen Gefallen tun? Ihr habt meine Töpfe heile gelassen. Kannst du das kaputt machen, Kumpel? Was kannst du eigentlich? Ich versuche das jetzt mit ihr nochmal.
Nein. Auf jeden Fall kriegen wir ein bisschen mehr Geld, ne? Hast du noch einen Tipp für uns? Ja, früher, okay. Danke. Mach bloß den Chef nicht mies, bla bla, Chef, okay. Der Brückentyp hier, wollte der nicht irgendwas von uns? Der Chef ist hier aufgewachsen, deshalb hängt er in diesem Wald, ich persönlich. Was? Geister? Nee. Gibt gar keine Geister mehr. Münze. Ja, der möchte nicht gestört werden, ich weiß. Oh, jetzt haben wir schon 1,5. Wir sammeln kräftig. Ja, jetzt gehe ich da nochmal hin, ohne die Töpfe kaputt zu machen. Und ansonsten weiß ich echt nicht, was wir machen können. Bing, 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 bing. Ja, ist ja gut. Hey Kumpels. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Nein, ich pack hier fest. Ich kann nichts machen. Lass mich raus. Nein, ich pack hier fest. Oh, nicht ernsthaft, oder? Hallo. Oh, das ist ja wieder so typisch. Verlassen. Ja. Okay. Fortfahren. Bin ich wieder im Wald. Ja, aber bei dem konnten wir anscheinend wieder nichts machen. Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Hier geht es so zu dieser Brücke und zur Klippe. Und hier mal eben so. Hier auf der Landkarte kann ich nicht angreifen. Hier geht's auch nicht durch. Durch dieses Gebirge irgendwie hätte ich es gedacht. Ein Gebirgsfahrt. Und er ist nicht stark genug. Was soll mir das denn sagen? Wie soll ich den denn auffrischen? Blob. 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 So, dann, ja. Ich kann nicht hier... Ja, komm. Du gehst doch mit drauf, okay? Ich glaube nicht, dass ich schon stark genug bin, um diesen Felsbrock zu zertrümmern. Tja, Leute, ich weiß echt nicht gerade, was los ist. Ich stehe auf dem Schlauch. Ich muss das so offen zugeben. Und deswegen beenden wir die Folge. Tut mir leid dafür, dass das jetzt für euch nicht so spannend war. Aber ihr seht halt dann auch, dass ich könnte jetzt halt die Folge nicht rausbringen und nochmal neu. Aber nein, ich gucke jetzt bis zum nächsten Mal und ihr guckt euch jetzt diese Folge an. Tut mir leid dafür und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Evoland. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao.